Räusper, Inflektiv. Hallo Moodybeard. Hallo Mettbaron. Hi. Ich habe hier Brot in meiner linken Hand und ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ist egal. Ich will jetzt der Brotschnitzler. Ich glaube, man kann es essen. Jetzt die Stadt weg. Im Ruhrgebiet. So. Was machen wir heute? Wir machen nochmal ein bisschen was Besonderes. Jetzt haben wir ja die letzten Teile relativ viel erzählt aus unserem interessanten und spannenden und tollen Leben. Und ja, jetzt machen wir einen signifikanten Teil des Spiels, der auch im Namen steckt. Und zwar craften wir nicht, nein, wir gehen in eine Mine. Ach, da wolltest du runter, da sind doch schon Fackeln von mir. Das sind, glaube ich, meine Fackeln, weil es ist so quasi meine Hausmine. Achso, ich dachte, du wolltest in die andere. Guck mal mit. Ach, die ist ja langweilig. Hier, warte. Ach, da ist auch noch eine. Hier, die hier. Ich dachte, du wolltest da rein. Auch so runter? Ach, du liebe Zeit. Aber das ist mir zu gefährlich. Ja, da habe ich Angst. Ne? Ja, ich nämlich auch. Das wollte ich irgendwann mal zuschütten, weil ich schon sehr oft fast da reingefallen bin. Ja, wahrscheinlich falle ich selber mal rein und dann schimpfe ich. So, ich mache jetzt erstmal die Shader aus, weil die brauche ich nie. Das ist ja auch so ein Luxusartikel, oh, so ein Shader. Das sieht jetzt alles ganz anders aus. Hui, hui, hui. Hallo. Muli, du hast da Kohle übersehen. Ja. Ich habe übrigens gerade keine verzauberte Spitzhange, weil ich Interview mache. Was macht eigentlich Christoph Krachten mittlerweile? Dem gehört doch, glaube ich, diese eine YouTuber-Verarschungsagentur. Wie heißen diese? Mediakraft. Ja, die halt die YouTuber... das ist wie so ein Studio. Da kann man Mitglied sein oder angestellt sein oder Partner sein oder so. Und die zahlen dir dann das Studio oder stellen dir ein Studio zur Verfügung und du musst eigentlich selbst nur auftauchen und deine Scheiße abziehen. Und genau, und die bekommen halt dann wahrscheinlich Kohle. Ich kenne mich da nicht so aus, weil es mich auch nicht interessiert und weil ich mir das nicht ansehe. Aber ich glaube, Christoph Krachten hat sowas oder ist Chef von sowas. Mhm. Tut immer noch auf relativ jung, obwohl er wahrscheinlich auch schon an den 50 kratzt. Ja. Schon langsam. Vermutlich. Hast du eigentlich noch mehr Fackeln? Ich habe nicht so viel. Ich habe jetzt 61 und 12 und 64 und 9. Das heißt, ich könnte dir 9 geben, dann habe ich noch 64. Komm mal eben kurz hierher. Komm mal, da wo ich stehe. Willst du mir was zuflüstern? Guck mal da in die Ecke da. Guck mal, der Schlawiner da. Da rechts unten. Bisschen ich sehe hier nichts. Es ist so dunkel. Der Zombie da. Höher? Ich leider nicht. Ah, warte, ich zeig... Ach, jetzt sehe ich ihn. Ja, der da. Ist geil, ne? Bist du ganz umsonst runtergefallen. Egal, wir wollen doch eh hier runter, oder nicht? Ja, schon, aber ich meine, da war doch Wasser noch bis eben, oder nicht? Ja, das hast du ja weggemacht. Ah, das ist korrekt. Kannst du mal eine Fackel dahin schnalzen? Ne, ich habe ja keine. Schnalzen. Warte mal, ich werf dir 9 runter. Sind jetzt da runtergefallen? Schnalzen. Ja. Nackt schnalzen. Hier, bitteschön. So, jetzt mache ich nochmal Shift. Hat nicht funktioniert. Tja, blöd. Ist Schnalzen für dich ein unangenehmes Thema, weil ich nämlich 2 Fragen dazu habe? Oder nur eine? Was heißt unangenehm? Die meisten kennen es halt wahrscheinlich nicht. Vielleicht magst du es dann erklären und dann habe ich meine Frage. Weil die direkt daran anschließt eigentlich. Vielleicht erübrigt sich dann währenddessen. Ja, also Schnalzen ist ein voralpenländischer Brauch. Und wahrscheinlich geht es auch ein bisschen darüber hinaus. Und zwar ist es entstanden, dass man eine Peitsche nimmt und die einfach, damit peitscht. Und dann entsteht ja dieser signifikante Schnalzton, da dieser Peitschenton, dieser Knall. Und damit sollten ursprünglich die bösen Wintergeister vertrieben werden. Also aber, Glaube und so. Und das hat sich bis jetzt erhalten. Und wird auch immer noch praktiziert. Hm. Genau. Fraglos. Es gibt ja auch Schnalzmeisterschaften, ne? Ja. Inwiefern ist es so, dass man gut oder schlecht schnalzt? Ich habe da jetzt keine Bewertungskriterien so im Kopf. Da gibt es tatsächlich 2. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil ich da nie mitgemacht habe selbst, aber ich war schon mal dabei. Und zwar wird da beurteilt, also diese Schiedsrichter sitzen, glaube ich, in so einem
ja, so ein Wagen und die hören das. Ich bin mir nicht sicher, ob die das auch sehen. Mhm. Und da wird dann beurteilt nach Gemeinschaftsschnalzen. Man schnalzt nicht alleine, sondern meistens in der Gruppe. Und das soll halt dann aufeinander folgen. Also wie so tak, 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 tak. Ach so, so choreografiemäßig dann, ne? Genau. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch Einzelschnalzen. Da wird halt das beurteilt. Also nur das Geräusch dann? Ja. Ausführung. Kann man so sagen. Genau, also nicht wie... Wie nimmt man jetzt die Geisel, heißt es auf Bayerisch? Hast du jetzt wieder keine Fackeln mehr? Ich habe noch welche, aber ich Achso. Bin gerade in Spaß. Machst du lieber dunkel? Ja. Ja, also insgesamt ist Schnalzen ganz interessant, aber naja, braucht zum, weil man es nicht unbedingt braucht. Das Ding ist ja, als wir damals in Silvester waren, fanden wir das alle sehr witzig mit dem Schnalzen. Aber wenn ich jetzt nochmal darüber nachgedacht habe und über die niedersächsischen Bräuche mal ein bisschen reflektiert habe, ist es ja auch so, dass es im Heidepark Soltau bis vor kurzer Zeit doch die Weltmeisterschaft im Pfahlsitzen gab. Und ich dachte, wie blöd ist das eigentlich? Was? Pfahlsitzen? Ja, die sitzen halt auf dem Pfahl. Ja, das suggeriert zumindest der Name. Ja, und das ist dann, wer das am längsten schafft. Hm, das ist interessant. Oh, hoppla. Als habe ich gar keinen Wassereimer dabei. Das ist eigentlich immer das Gerät meiner Wahl, wenn ich mich Lava nähere, ja, weil direkt, ich dann immer schön zuschütten kann. Ich habe kein Holz mit, sonst könnte ich eben einen bauen, glaube ich. Es gibt ja sowieso die seltsamsten Bräuche. Gab es nicht auch irgendwo so ein absolut eigentlich ja tierquälerischen Brauch? Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Irgendwie Elefantenweitwurf oder sowas in der Art. Also es gab in Bochum und im Ruhrgebiet zum Karneval oder Schützenfest, weiß ich jetzt gar nicht, bis vor geraumer Zeit noch das sogenannte Gänsereiten. Genau das meine ich. Wo dann irgendwie so ein ganz kopfüber irgendwo hingezogen wurde, mhm, an so einem genau das meine ich. Seil, und dann musstest du lang reiten, am Kopf ziehen und das Tier dabei köpfen. Ja, genau das habe ich gemeint. Das habe ich nämlich irgendwo schon mal gehört oder gelesen. Oder das du ist hast aber es jetzt nicht gesagt. Das gleiche wie Elefantenweitwurf, ne? Ja, mir ist doch das Tier nicht mehr eingefallen. Es ist doch fast dasselbe, oder? Ja. Werfen und ziehen ist jetzt nicht so dasselbe. Den Elefanten und Gänse eigentlich auch nicht. Nee. Aber egal. Ich glaube, ich war noch nie so schlecht ausgerüstet für eine Minentour. Aber ist egal. Naja, man gewöhnt sich ja dann wieder so abwärts an die schlechten Standards mit der Zeit. Ich glaube schon. Wenn man sich an Wohlstand gewöhnt, dann muss man sich auch an Nicht-Wohlstand gewöhnen können. Das stimmt. Was ich jetzt neulich vor ein paar Wochen gesehen habe im Fernsehen, das wurde live übertragen, das war das Ulmer Fischerstechen. Und das kenn ich nicht. Das ist in der Stadt Ulm, in, was ist jetzt wo? Neu-Ulm und Ulm. Eins davon ist auf jeden Fall in Baden-Württemberg. Ich glaube, Ulm ist noch in Bayern. Aber verzeiht mir jetzt bitte, wenn ich das falsch habe. Und da fahren die auf einem Fluss, könnte es eventuell die Donau sein, mit so einem Boot und ich glaube ein paar Rudern, und einer steht halt mit so einem, mit so einer Lanze da oben, die ist natürlich stumpf, also wie bei diesen Ritterturnieren, man kennt das ja, dass man auf einem Pferd den anderen dann runterstoßen muss. Und das machen die mit Wasser? Genau, und dann müssen die halt auf dem Boot stehen bleiben, glaube ich. Ich habe die Regel nicht ganz durchblickt. Aber es sah auf jeden Fall lustig aus, wenn halt einer den anderen vom Boot gestoßen hatte und der dann ins Wasser fiel. Ja, das gibt's auch schon länger. Ist halt auch schon ein ziemlich alter Brauch. Ja, es gibt ja einige Bräuche, die so ein bisschen witzig sind, aber andere sind dann auch wieder doof. Also wie zum Beispiel diese, wo man sagt, ja, am 23. des Monats Mai muss unbedingt Fisch gegessen werden. So ein Blödsinn, ne? Aber da hat man ja halt nichts von. Das ist ja auch nicht so reißerisch, wie zum Beispiel zwei Leute, die sich gegenseitig vom Boot packen. Stimmt.
Und es tut sich ja meistens keiner weh, weil die Lanzen sind ja wie gesagt stumpf. Und es ist ja Wasser, wo man reinfällt und nicht Lava. Oder Säure. Ja, ja, dann könnte man auch mal machen. Keine Ahnung, Kartoffeln. In Wilhelmshaven gibt es den Brauch, und das ist eigentlich ganz witzig. Einmal im Jahr wird Lapskaus gegessen, ganz viel. So, da ich ja kein Nördlich bin, das ist ein Fisch, oder? Das ist so ein gedrehtes Fischgericht. Im Prinzip ist das ein Brei aus Hackfleisch und Fisch, glaube ich. Wozu dann noch ein Rollmops oder sowas? Manches Rollmops. Ja, das kenne ich. Und Ei und sowas serviert wird, und das wird dann gegessen. Und dann wird hinterher nachgehalten, wie viel davon verkauft wurde. Und da ist man dann halt Weltmeister. Die große Frage, schmeckt das auch? Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Also Fisch kann man sich geben. Und Gurke, manche mögen ja keine Gurken. Das verstehe ich nicht. Gurken sind doch toll. Ja, also das Hauptaugenmerk liegt ja auf dieser komischen, gemanschten Kacke da, dieses rote irgendwas. Also man muss es mögen, ansonsten schmeckt es nicht. Ja. Ist aber auch wieder so ein typisches Essen, wo man am besten mal den Kopf ausmacht, was da alles drin ist. Was ja auch ein Brauch ist, und das ist jetzt eher so katholisch, am grünen Donnerstag, also in der Karwoche vor Ostern, oder? Ja, genau. Da isst man nur grüne Sachen, also Spinat. Weil es ist ja der grüne Donnerstag. Aber grün Donnerstag kommt ja nicht von grün, sondern von greinen, also trauern. Weil ja Jesus und so stirbt und so. Ja, weiß ja selber. Aber irgendwie hat sich das dann mal so eingebürgert, dass man am grünen Donnerstag grüne Sachen essen muss. Zumindest in Bayern. Tja. Kanntest du das? Nee, das mit dem grüne Sachen essen, nee, das wusste ich nicht. Ja, natürlich isst man da jetzt keinen verschimmelten Käse oder so, das wäre blöd. Aber, ja, Spinat, Brokkoli, das ist noch alles grün. Götterspeise, Waldmeistergeschmack. Man sagt aber auch, du kennst doch dieses, man soll einen Teller leer essen, damit das Wetter schön wird, ne? Ich glaube, das ist auch dann so gibt eine... Dann gibt es gutes Wieder, und das kommt, glaube ich, davon, dass... Dann gibt es gutes Wetter, heißt ja, es ja. Ja, das ist aber und, Quatsch. Genau, das kam, glaube ich, davon, dass ich mal bei Wissen macht A gesehen, als ich noch ein Kind war. Ich glaube, das heißt, dann gibt es gutes Wieder. Ja. Also, wenn du jetzt auf isst, dann gibt es mal wieder was Gutes zu essen. Schon witzig eigentlich. Und jetzt sind wir wieder bei diesem etymologischen Punkt angelangt. Das ist wo schön, kommen ne? Wörter her? Und das ist auch was, was mich schon stark interessiert. Ja, mich auch. Das ist immer sehr witzig. Vor allem, wenn man so Wortverwandtschaften sich anguckt. Schon schön. Oh, hier ist es schon Redstone. Ja, wir machen hier gerade richtig Action, ne? Ja, so viel Action hatte ich ja schon lange nicht mehr. Hast du nicht ein X-Ray Texture Pack, wo du mal gucken kannst, ob hier irgendwo was los ist? Nein. Schade. Aber ich kenne einen, der hat eins. Ja, der ist ja auch deswegen gebannt. Ja. Der Bannhammer zugeschlagen. Weißt du noch, wie wir damals bei Outer City den Baum abgefackelt haben? Das war witzig. Ja, da denke ich wirklich ab und zu noch dran. Weil dieser Baum, der war ja schon eigentlich, das war ja nicht so hingerotzt. Nee, der war ja eigentlich schon schön. Ja, da war schon ein bisschen Mühe dahinter. Bloß der Typ, der es gemacht hat, war halt ein Idiot. Nee. Und da diesen Baum anzuzünden, das war einerseits mit Freude, aber andererseits auch ein bisschen Wehmut. Das stimmt. Weißt du, was ich gerade sehr komisch finde? Ich höre die ganze Zeit, beziehungsweise ich höre ja nicht, ich lese Lava blubbert, was Wasser die Untertitel fließt, noch an? Und dann müsste ja hier in der Nähe irgendwie was sein, aber ich find's nicht. Ach so, da fällt mir auch was ein. Du hast doch mal gemeint, wegen diesem Diamanten suchen. Ja. Jetzt sage ich dir mal meine Strategie. Und zwar gehe ich immer auf Level 11, weil ich glaube, das ist das Level, wo die Lava größtenteils einfach ebenerdig ist. Also nicht, dass du dich reingräbst. Du bist halt dann auf der gleichen Stufe. Und da findet man oft auch Diamanten. Also wenn du es mal versuchen willst, sind wir auf 19.
Ja, dann geht's jetzt hier runter. Ja, kann teilweise ein bisschen dauern. Ich halte das für mich die beste Strategie. Oh, hier ist was. Vielleicht gibt's auch noch bessere. Keine Ahnung. Alter, guck dir das an.